beim Training Probleme mit der Benzinzufuhr gegeben und außerdem hat man jetzt noch die Bremsen entlüftet. Man hofft, dass alles klappen wird im Team von Frank Williams. Das ist die Aufwärmrunde, also natürlich noch nicht der Start. Schauen wir uns den Kurs von Zandvoort noch einmal genau an. Die berühmte Tarzan-Kurve, die dann im Rennen im zweiten Gang mit 160 km pro Stunde gefahren wird. Hier gab es gestern im Procar-Rennen einige Kollisionen, unter anderem auch Markus Höttinger mit Nelson Piquet. Die Gerlach-Kurve verträgt 180 und wird angenommen. Sie erinnern sich vielleicht voriges Jahr hier die Kollision zwischen Patrese und Pironi. Das also. Die Hunsaruck, die Hundskurve ist passiert. Voll beschleunigen Richtung Skyflak-Kurve. Das ist bereits die Schikane. Anbremsen der alten Schikane, und zwar der Panorama-Schikane. Sie wurde 1973 installiert. Die Zielkurve verträgt 220 und wird im vierten Gang gefahren. Sie ist extrem wichtig aufgrund der langen folgenden Geraden. Das heißt, jeder Fahrer wird versuchen, diese Zielkurve optimal zu erwischen und nicht einen Zentimeter Bodens herzuschenken, weil ihm jeder verschenkte Zentimeter oder jeder verschenkte Meter natürlich an Drehzahl und an Höchstgeschwindigkeit auf der folgenden Geraden kostet. Die Wagen sind etwas kürzer übersetzt übrigens als in Zeltweg vor zwei Wochen. Dort war die Spitzengeschwindigkeit 286, hier knapp über 280 Kilometer pro Stunde. Großer Preis von Holland, Weltmeisterschaftslauf Nummer 12 in der ersten Startreihe Arnoux und Jones, zweite Startreihe Regazzoni und Chapuis. Grünlicht und wieder ein guter Start von Gilles Villeneuve, genau wie vor zwei Wochen in Zeltweg. Die erste Kollision. René Arnoux muss das gewesen sein, der Trainingsschnellste, der nicht gut vom Start weggekommen ist und ich glaube mit Clay Regazzoni kollidiert hat. Der Wagen war sehr weit nach innen gedrückt an die Boxenmauer, das haben Sie glaube ich sehen können. Startprobleme, die es in den letzten Rennen also immer wieder gegeben hat, durch das naturgemäß langsame Anfahren der Renault Turbos. In Führung Alan Jones vor Gilles Villeneuve und Jean-Pierre Chabouille. Villeneuve hat also einen ähnlichen Blitzstart hingelegt aus der dritten Startreihe wie Zeltweg. Ausgeschieden der Schweizer Clay Regazzoni, der hier in Zandvoort seine besten Rennen bestritten hat. Zweimal Zweiter, einmal Dritter, einmal Vierter und heute sein kürzester Grand Prix. Ende der ersten Runde. Jones vor Villeneuve, dritter Chabouille. Sehr weit nach vorn gekommen, also der Franzose Didier Pironi mit dem Pirel liegt an vierter Stelle. Ich hoffe, dass uns die holländische Regie den Startunfall in Zeitlupe irgendwann einspielen wird können. Könnte man auch die Schuldfrage genau klären, wie es zu dieser Kollision zwischen Arnoux und Clay Regazzoni gekommen ist. Jones führt, Villeneuve in seinem Windschatten. In
der Box Carlos Reutemann. Kommt auch der Trainingsschnellste René Arnoux an die Box. Das konnten Sie nicht sehen, denn die Kamera bleibt bei den Führenden. Dale Jones vor Gilles Villeneuve, der Williams vor dem Ferrari. Der Trainingsschnellste Arnoux steigt aus dem Renault Turbo. Schaut aus nach einem Defekt an der Hinterradaufhängung, klarerweise aufgrund der Kollision mit Claire Gazzoni. Können nur froh sein, dass die Wagen so kurz nach dem Start klarerweise noch nicht voll auf Geschwindigkeit sind, denn sonst hätte so eine Kollision an der Spitze des Puls in der ersten Kurve ziemliche Folgen gehabt. Nächster Mann an den Boxen, Emerson Fittipaldi. In Führung immer noch Jones vor Villeneuve, Chabouille kommt etwas näher. Vier Boxenstopps bzw. Ausfälle bereits nach zwei Runden. Das ist das Ende der dritten Runde. Erster Jones, zweiter Villeneuve, dritter Chabouille. Dann ein großer Rückstand bereits, vierter Pironi mit dem modifizierten Tiering, fünfter Lafitte, sechster Rosberg, siebenter Watson, achter Lauda, neunter Charrier, zehnter Maas, elfter Piquet, zwölfter Andretti, an 13. Stelle nur der Weltmeister Jody Scheckter, der im Gegensatz zu Gilles Villeneuve schlecht vom Start weggekommen ist. McLaren an der Box und zwar Patrick Tambay. Die Kamera verfolgt das Führungstrio Jones, Villeneuve und Chabouille. Drei von den fünf Fahrern, die heuer schon Grand Prix Rennen gewonnen haben. Die anderen sind natürlich Lafitte, Scheckter und Regazzoni. Dazu kommt noch Patrick Tambay, der ja immer noch nicht einsatzfähig ist. Ende der vierten Runde, Jones, Villeneuve, Chabouille. Vierter Pironi, fünfter Rosberg bereits mit dem Wolf, sechster Watson, siebenter Lafitte, achter Charrier, neunter Maas, zehnter Lauda, elfter Scheckter. An 10. Position ist Niki Lauda an die Box gekommen. Im Bild Claire Gazzoni erklärt die Startkollision mit René Arnoux. Wurde bereits weggerollt von den Boxen hinüber ins Fahrerlager. Heute ein Ausfall, den man erwarten musste, zum Unterschied von den Ausfällen in den letzten Rennen. 12. Grand Prix und zum 11. Mal, also Niki Lauda nicht im Ziel. Dr.
Der Helmut Marko ist hinuntergelaufen zu Niki Lauda und ich hoffe, er wird bald zurückkommen und Ihnen sagen können, ob sein Defekt am Treppen Alpha war oder, was ich fast eher vermute, die verletzte rechte Hand, mit der Niki Lauda ja schalten muss. Ein besonders unangenehmes Manöver hier auf dem Kurs von Sandfort, der sehr uneben, sehr rumpelig ist und diese Schläge übertragen sich über die Lenkung natürlich in die Arme, in die Hände der Fahrer. Sechste Runde, Jones vor Villeneuve, der sehr hart fährt und jetzt über den Randstein gefahren ist. Dritter Jabouille, der das Tempo mithält. Trotz seines Handicaps von 25 Liter mehr in den Tanks. Ende der sechsten Runde. Jones, Villeneuve, Jabouille. Hier sehen Sie den großen Rückstand des Viertplatzierten Didier Pironi auf Tirrell. Fünfter der Finne Keke Rosberg mit dem Wolf. Sechster John Watson, McLaren. Siebter Charlie Tirrell. Achter Lafitte. Neunter Scheckter, der jetzt versucht, an Jochen Maas vorbeizufahren. Scheckter hat Jochen Maas also ausgebremst. Vor der Tarzan-Kurve, für die ich Ihnen ja die Überholmanöver hier in Sandfort angekündigt habe. Kurzes Interview mit René Arnoux über die Startkollision mit Berger Zon. Ich sage Ihnen die Übersetzung sofort, wenn das Mittelfeld hier an Start und Ziel vorbeigefahren ist und wenn der Lärm etwas geringer wird. Ende der siebten Runde, unverändert die ersten drei, Jones, Villeneuve und Jabouille. Nächster Fahrer an den Boxen, John Watson. Damit sind beide McLaren bereits zumindest an der Box, wenn nicht gar aus dem Rennen. Ist auch keine sehr ermutigende Sache. Für Niki Lauda, Achtung, ein Unfall von Riccardo Patrese. Fahrer unverletzt, der Wagen durch zwei Fangzäune hindurchgeraten. Patrese, der hier in Sandfort schon voriges Jahr eine Kollision gehabt hat, und zwar mit Didier Pironi. Vielleicht erinnern sich, der Wagen von Patrese hat damals 3-4 Runden lang das Rennen praktisch blockiert. Erst nach 4 Runden waren die Streckenposten imstande, den Wagen von der Strecke zu zerren. Bis dahin mussten 20 Fahrer rechts und links langsam am Wrack vorbeifahren. Riccardo Patrese zu Fuß von der Tarzan-Kurve zurück zu den Boxen und hier geht der McLaren von John Watson wieder ins Rennen. Die Übersetzung der Aussagen von René Arnoux. Er sagt, ich war dritt in der ersten Kurve, dann hat mich jemand von hinten gestoßen. Ich weiß nicht, wer es war. Er hat den Namen von Regazzoni also verschwiegen. Arnoux hat sich noch geärgert. Er sagte, es gibt immer wieder Leute, die schon in der ersten Kurve einen Grand Prix gewinnen wollen. Einen Grand Prix, der über 75 Runden führt. Und alles, was ich gestern getan habe, gearbeitet habe, um Trainingsbestzeit zu fahren, das hat mir heute nur genützt für 100 Meter und nicht mehr. Soweit also das Interview mit René Arnoux. Neunte Runde, unverändert die ersten drei, Jones, Villeneuve und Jabouille. Was aber war mit Niki Lauda? Dr. Helmut Marko ist wie versprochen gerade von der Box zurückgekommen. Ja, bei Niki Lauda sind die Schmerzen unmittelbar nach dem Start wieder sehr stark geworden. Er selbst glaubt, einen Bruch zu haben und wird sich morgen röntgenisieren lassen. Er konnte nicht einmal das Lenkrad festhalten und es war also sinnlos und wäre äußerst riskant gewesen, mit diesem Zustand weiterzufahren. Carlos Reutemanns Ausfallsursache ist eine Kollision mit Charrier.
gesagt, die Ausfallsursache für Reutemann war eine Kollision mit Charrier, wobei es ähnlich wie bei Arnoux die Hinterradaufhängung des Lotus verbogen hat. Mir bleibt dazu höchstens zu sagen, dass Niki Lauda also heute zum ersten Mal einen Grand Prix hat aufgeben müssen. Er hatte, vielleicht erinnern Sie sich, eine ähnliche Verletzung schon 1973 vor dem Österreich Grand Prix. Damals war es ein Unfall auf dem Nürburgring mit dem BAM Formel 1, den Lauda damals fuhr. Lauda hat damals einen Handgelenksbruch gehabt und er konnte 1973 am Grand Prix von Österreich nicht teilnehmen. Heute hat er es versucht in Holland. Mit einer Injektion von Dr. Martin eine halbe Stunde vor dem Start genützt hat es nichts oder nur 4 Runden lang. Villeneuve bereitet einen Angriff auf den führenden Alan Jones vor, versucht es außen in der Tarzan-Kurve, was eine fast unmögliche Linie ist. Das sind Szenen, die erinnern an das Duell zwischen Villeneuve und Arnoux in Dijon, das Duell um den zweiten Platz. Und diesmal hat es Villeneuve gegen Jones gewonnen. Ende der 10. Runde, am Beginn der 11. Runde, also Führungswechsel in Sandford. Erster Villeneuve, zweiter Jones, dritter Chabouy. Sehr interessante Konstellation jetzt natürlich mit Blick Richtung Weltmeisterschaft. Gilles Villeneuve führt, Jody Scheckter, der zweite Ferrari-Fahrer, der ja in der Weltmeisterschaft an erster Stelle liegt, ist Sechster. Er hat in der vorigen Runde Charrier überholt. Das heißt, 4 Autos liegen zwischen Villeneuve und Scheckter und bei dieser Konstellation ist es natürlich unmöglich, irgendwelche Ferrari-Teamorder auszugeben. An die Box kommt der junge Holländer Jan Lammers. Mit dem Shadow, hatte zuletzt im Zeltweg einen Unfall in der Bosch-Kurve, wo die Radaufhängung links hinten gebrochen war. Ja, die neue Karosserie von Ferrari scheint sich zu bewähren. Und Jones waren die Fahrer, die sich schon auf dem Österreichring an der Spitze abgelöst haben. Damals war es umgekehrt. Dort führte Villeneuve die ersten 3 Runden. In der 4. Runde ist Jones dann nach vorn gekommen. Erster Villeneuve, zweiter Jones, dritter Chabouy. Im Bild Villeneuve, der Führende. Viertes ist unverändert Pironi, fünfter Rosberg mit dem Wolf, sechster Scheckter, siebenter Charrier, achter Lafitte, neunter Piquet im zweiten Prepem Alpha, zehnter Jochen Maas, der Teamkollege von Patrese, der durch Unfall in der Tarzan-Kurve ausgeschieden ist. Elfter Jacques X, der hier in Sandford 1971 ein dramatisches Regenrennen gewonnen hat, zwölfter Rebacke, dreizehnter De Angelis. Autos sind nach den Boxenhalten nicht mehr im Rennen und seit 2 Runden fehlt uns auch Weltmeister Mario Andretti. Im Bild Keke Rosberg mit dem modifizierten Wolf. Der Wagen hat eine völlig neue Vorderradaufhängung bekommen, ist dadurch um gut eine Sekunde schneller geworden. Das Einlenken in die Kurven erfolgt jetzt viel präziser. Rosberg ist der Nachfolger von James Hunt im Team von Walter Wolf. Für nächstes Jahr wird es immer unwahrscheinlicher, dass das Wolf-Team in der jetzigen Zusammensetzung beisammen bleibt. Es spricht sehr viel für einen Rückzug von Walter Wolf. Peter Mohr, der Teammanager, sucht bereits neue Sponsors. Noch einmal im Bild Keke Rosberg.
Der ehemalige Formel-V-Fahrer des Wieners Kurt Bergmann hat den steilen Weg nach oben bis in die Formel 1 geschafft, mit Starthilfe aus Österreich. Ja, und jetzt lenkt er den Wagen des in Graz geborenen Österreichers Walter Wolf. Rosberg ist jetzt Vierter und Pironi Fünfter. Scheckter hier im Bild Sechster. Und Villeneuve führt. Folgendes Jahr ist Villeneuve erstmals in Sandford gestartet und Sechster geworden. Ende der 14. Runde. Villeneuve wird bald Lammers überrunden, jetzt ist es soweit. Lammers vor der Tarzankurve nach außen geglitten und Platz gemacht. Der Vorsprung von Villeneuve ist trotz dieses Überrundungsmanövers größer geworden. 3,8 Sekunden auf Alan Jones. Und Jones muss jetzt erst an Lammers vorbei. Das ist jetzt passiert. Jabouille hat die Schwierigkeiten. Er hat gerade noch den Shadow von Lammers herumlenken können. Ferrari ist in der zweiten Saisonhälfte noch ohne Sieg. Villeneuve hat im Frühjahr gewonnen in Kyalami und in Long Beach, beide Male vor Jody Scheckter. Scheckter gewann in Belgien in Monte Carlo. In der Weltmeisterschaft hat Scheckter 38 Punkte, Lafitte und Villeneuve haben je 32, liegen also je 6 Punkte zurück. Beim gegenwärtigen Stand des Rennens wäre Villeneuve neuer Führender in der Weltmeisterschaft, denn er liegt ja an der Spitze und Scheckter an sechster Position. Villeneuve bekäme also 9 Punkte, Scheckter einen. Ein Motorschaden von Jan Lammers kündigt sich an. Hoffentlich ist der Fahrer intelligent genug, jawohl, und steuert gleich nach außen, bevor er hier eine riesige Ölspur für die anderen Fahrer hinlegt. Jan Lammers, der Holländer, Lokalmatador, wohnt direkt in Sandford, vis-à-vis übrigens von der Polizeistation, fuhr schon als 12-Jähriger seine ersten Autorennen. Auch das gibt es in Holland. Lammers also nach 15 Runden, 60 Runden vor dem Ende ausgeschieden. Motorschaden. Lammers bleibt weiter ohne Punkte für die Weltmeisterschaft. Nach den Boxenstopps der McLarens nur noch 13 Fahrer in der gleichen Runde. Erster Villeneuve, zweiter Jones, dritter Jabouille, vierter Rosberg, fünfter Pironi, sechster Scheckter, siebenter Jarier, 8. Piquet, 9. Lafitte, 10. Maas, 11. X, 12. Rebacke und 13. der Teamkollege von Lammers bei Shadow, De Angelis. Die schnellsten Runden dreht im Augenblick Jody Scheckter, der immer näher an Pironi herankommt. Scheckter jetzt ganz dicht hinter dem Pirelli-Fahrer Pironi, versucht die Überholung außen wie vor ein paar Runden Villeneuve gegenüber Alan Jones und auch das ist gelungen. 16. Runde, Scheckter jetzt 5. Pironi 6.
damit sind nur noch drei Wagen zwischen Scheckter und Wilde, Jones, Jabouille und Rosberg, und das macht die Sache natürlich schon wieder interessanter. Nelson Piquet im zweiten Treffen im Alpha liegt vor dem Weltmeisterschaftszweiten Ex-Eco mit Villeneuve, Jacques Lafitte. Piquet 8., Lafitte 9. Der deutsche Hans-Joachim Stuck liegt an 15. Position mit dem neuen ATS. Stuck hat also seinen Trainingsplatz mit diesem ATS gehalten. Stuck, der Sieger im gestrigen Procar-Rennen. 2 Meter Vorsprung hatte er im Ziel auf den Franzosen Jacques Lafitte. Das war das bis jetzt wahrscheinlich dramatischeste Rennen der Procar-Serie. In der Gesamtwertung Niki Lauda gestern, wie gesagt, ausgeschieden wegen defekten Kettenspanners. Nur noch 2 Punkte vor Clerc Azzone. Entscheidung in 2 Wochen in Monza. Scheckter, Pironi. Villeneuve. Vor ihm Stuck. Bei ATS eindeutig Aufwärtsentwicklung festzustellen. Wahrscheinlich wird Stuck auch im nächsten Jahr für ATS fahren, wenn dieses Team zusammenbleibt. Neuer Teammanager, der ehemalige Rallye- und Langstreckenfahrer Vic Elford aus England. Jabouille mit dem Renault Turbo hat in den letzten Runden viel an Boden verloren. Im Bild Rosberg. Scheckter. Und dahinter Pironi. Scheckter holt jede Runde 5 bis 6 Zehntel auf den Finnen Rosberg auf. Vor einer Runde waren es 4,16 Sekunden, jetzt nur mehr 3,60. Scheckter ist der Mann, der immer ankommt in seiner ersten Saison bei Ferrari. Nur im ersten Rennen verwickelt ihn die Startkollision, die John Watson ausgelöst hat, schuldlos verwickelt, konnte zum zweiten Start nicht mehr antreten, wegen einer ähnlichen Verletzung, wie sie heute Niki Lauda aus dem Rennen geworfen hat. Danach aber war Scheckter immer im Ziel und mit einer Ausnahme, Dijon, wo er nach Boxenstopp 7. war, auch immer unter den ersten 6, also innerhalb der Punkteränge. Scheckter weiß aber selber am besten, dass er aufgrund der gegenwärtigen Weltmeisterschaftsregel dringend wieder einen Sieg brauchen würde. Weil die ewigen dritten und vierten Plätze bringen ja auf die Dauer nichts. Es gelten ja in den letzten 8 Rennen nur die besten 4 Ergebnisse. In der ersten Hälfte waren es die besten 4 von 7. Der Charrier, der an den Boxen gewesene Watson auf McLaren. Ein Interview mit dem Holländer Jan Lammers.
Bernd Lammers hat vorhin erzählt, dass er schon beim Boxenstopp gemerkt hat, dass irgendetwas mit dem Motor nicht in Ordnung ist, dass er es trotzdem probiert hat, weiterzufahren. Lammers ist wahrscheinlich derjenige Pilot, der für diese Saison am meisten Sponsorgeld auf den Tisch legen musste, und zwar genau eine Dreiviertelmillion Dollar, um sich bei Shadow einzukaufen. Die Ergebnisse waren fürs erste Formel 1 ja nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Zweimal Zehnter in Zolder und in Hockenheim waren das beste Ergebnis. Und das ist der Teamkollege von Lammers, Elio De Angelis, ein 20-jähriger Italiener aus Rom. Villeneuve wird De Angelis bald überrunden. De Angelis liegt momentan an 13. Position. Hatte im Mittagstraining eine gebrochene Halbachse. Die Mechaniker haben sich beeilen müssen, um diesen Defekt zu beheben, die Halbachse auszutauschen. Es hat De Angelis schon in den Rückspiegel geschaut und das ist Jean-Pierre Charrier, der Tyrrell-Fahrer, dessen Comeback-Rennen nach der Gelbsucht jetzt offensichtlich zu Ende geht. Charrier ist, glaube ich, von der Strecke abgekommen. Der Motor ist ihm abgestorben und lässt sich nicht neu starten. Die meisten Grand Prix-Wagen haben ja einen Pressluftstarter. Und wenn Charrier jetzt angeschoben wird, bedeutet das fremde Hilfe und klarerweise Disqualifikation. An welcher Stelle liegt Charrier an 7, also nur einen Platz hinter den Weltmeisterschaftspunkterängen. Ja, schade. Charrier, dessen Comeback-Rennen jetzt durch diesen Ausrutscher gestoppt wurde. Der Franzose hat 10 Kilo verloren durch diese Gelbsucht, hat allerdings 7 Kilo bereits wieder dazugewonnen. Mittlerweile De Angelis überrundet. Nur noch 11 Fahrer in der gleichen Runde, 52 Runden noch zu fahren. An die Box kommt, glaube ich, jetzt der deutsche Stuck. Stuck lag an 15. Stelle mit dem neuen ATS. Im Bild checkt er. Liegt weiter hinter dem Finnen Keke Rosberg an 5. Stelle. Kommt allerdings Rosberg immer näher. Dieses Duell zwischen Rosberg und Scheckter um den 4. und 5. Platz spielt sich 10 Sekunden hinter Jean-Pierre Jabouille ab. Ich glaube, wir hatten jetzt kurz im Bild den Italiener De Angelis. Rosberg vor Jody Scheckter halten. In der 24. Runde. Rosberg hat noch keine Weltmeisterschaftspunkte, aber schon ein Formel 1 Rennen gewonnen, das nicht zur Weltmeisterschaft gezählt hat. Das war voriges Jahr das Daily Express Trophy Rennen von Silverstone im strömenden Regen. Und das war eine beachtliche Talentprobe für den fliegenden Finnen, wie er genannt wird. Obwohl er in Schweden geboren wurde, in Heidelberg lebt, also ganz in der Nähe des Hockenheimringes. Die meiste Zeit hält er sich aber auf in Ibiza.
immer wieder Ferrari-Wappen der italienischen Fans für Scheckter und Villeneuve. Rechts ein Wagen ausgerollt und zwar mit einem ziemlich starken Motorschaden. Sie sehen, dass Gott sei Dank die Feuerwehrautos recht nahe der Strecke postiert sind, um sofort da zu sein, wenn sie gebraucht werden. Das war ja in Sandford nicht immer so. Denn immer wenn wir diese Bilder sehen, dann denken wir an die schrecklichen Unfälle, die Piers Courage 1970 und Roger Williams 1973 hier in Sandford gehabt haben. Ich glaube, dass es John Watson war, dessen Motor hier explodiert ist. Mit Scheckter im Nacken hat Rosberg jetzt das Tempo forciert und hat in der letzten Runde gleich 1,5 Sekunden auf Jabouille aufgeholt. Wenn es so weitergeht, dann wird Scheckter also Rosberg bald an Jabouille herantreiben. Grund für den Ausfall von Stuck, Getriebeschaden. Der 19. Runde Stuck war, wie gesagt, 15. Ja, ich glaube, das ist der McLaren von John Watson war, der hier einen Motorschaden gehabt hat. Einen ziemlich schweren noch dazu. Es hat ein großartiges Projekt gegeben bei McLaren um Niki Lauda. Das heißt, das Projekt gibt es immer noch, aber in etwas abgeänderter Form. Die Idee war, ein BMW-Turbomotor, also ähnlich wie bei Renault, in einem McLaren-Chassis für Niki Lauda und das Ganze finanziert von einer Zigarettenfirma. Dann kam ein Vorstandsbeschluss vom BMW dazu, dass man sich vorläufig nicht an der Formel 1 beteiligen kann. Und damit war das Projekt eines BMW-Turbomotors für Niki Lauda in einem McLaren vorläufig zerstört. Die Wahrscheinlichkeit, dass Niki Lauda einen McLaren fortfahren wird im nächsten Jahr, ist allerdings unverändert. Die konkreteste Möglichkeit. Scheckter ist jetzt bereits Dritter, denn in dieser 26. Runde sind zwei Dinge gleichzeitig passiert. Scheckter hat Rosberg überholt und Jabouille, der so lange an dritter Stelle gelegen war, ist ausgeschieden. Sie hatten den Blick in die Renault-Box, wo man Reifen für einen Reifenwechsel für Jabouille bereitgelegt hat. Entweder kommt also Jabouille noch herein an die Box. Jawohl, hier ist er. Schaut allerdings nicht nach einem kurzen Boxenstopp aus. Ja, die Negativserie von Jabouille seit seinem Sieg in Dijon geht weiter. Motorschaden in Silverstone, dann der Unfall in Hockenheim, als er versucht hat, das Tempo von Jones mitzuhalten und Getriebeschaden in Zeltweg. Jabouille im Gespräch mit Jean Castaing, dem Konstrukteur. Erster und vierter Startplatz für Renault und kein Wagen im Ziel. Jabouille durch die Startkollision mit Regazzoni ausgeschieden. Und, Entschuldigung, Arnoux durch die Startkollision mit Regazzoni natürlich. Und Jabouille jetzt nach 26 Runden, also knapp nach dem ersten Drittel. Neue Reihenfolge der ersten sechs, in Führung unverändert seit der 11. Runde Villeneuve. Zweiter Jones, dritter Scheckter, vierter Rosberg, fünfter Pironi, sechster Piquet. Siebenter dann Maas, achter Lafitte, neunter X, zehnter Rebacke und mehr Autos sind nicht mehr in der gleichen Runde.
schwarzer Tag für Renault, also heute in Holland. Beeindruckend die Aufholjagd von Jody Scheckter. Und damit nur noch ein Wagen zwischen den beiden Ferraris, der Williams von Eric Jones, allerdings der Siegerwagen der beiden letzten Grand Prix-Rennen in Hockenheim und Zeltweg. Kein Zweifel, dass Villeneuve aus der Ferrari-Box über das Näherrücken von Jody Scheckter informiert wird. Villeneuve 2,7 Sekunden vor Jones und Rückstand von Scheckter 25 Sekunden. 2,7 Rückstand von Jones. Hat schon 3 Grand Prix-Rennen gewonnen, aber noch keines in Europa. Der Feuer Kialami Südafrika und Long Beach in Kalifornien. Scheckter wird schneller. Rückstand 24,6, hat also 4 Zehntel aufgeholt. Überrundet wurde Rebacke. Der letzte Fahrer in der gleichen Runde mit dem Führenden und gleichzeitig der nächste zu überrunden ist Jacques X auf Ligier an 9. Position. Unter den ersten 6 momentan 2 Fahrer, die noch keine Weltmeisterschaftspunkte haben. Rosberg ist 4. und Piquet 6. Der 31. Runde um den großen Preis von Holland in Zandvoort, Villeneuve und Jones. Seit sich
Todischek auf den dritten Platz vorgekämpft hat, hat er quasi auch theoretisch wieder die Führung in der Weltmeisterschaft zurückgeholt. Beim momentanen Stand hätte er nämlich 4 Punkte dazu und Villeneuve 9 Punkte, das heißt ein Punkt Vorsprung wäre es noch im Augenblick für Jody Scheckter. Das aber ist der Blick in die Brabham Alpha Box. Wir haben Niki Lauda gesehen im Gespräch mit Sante Ghedini, der die Brabham Alpha Zeitnahme führt. Diese Zeitnahme läuft seit der 5. Runde nur noch für Nelson Piquet, der jetzt 6. ist. Interessieren, warum Jean-Pierre Jabouille an dritter Stelle liegend ausgeschieden ist, aus dem gleichen Grund wie vor 2 Wochen in Zeltweg. Kupplungsschaden. Jabouille hat die Gänge mehr oder minder durchreißen müssen und das hat das Getriebe auf die Dauer natürlich nicht verkraftet. Kupplungs- und Getriebedefekt also am Renault Turbo von Jean-Pierre Jabouille, der hier beim Stand nach 25 Runden noch an dritter Stelle geführt wird. Dieser Stand ist aber längst überholt. Wir sind schon in der 33. Runde und es führt Villeneuve vor Jones, Scheckter, Rosberg, Pironi und Piquet. Rosberg in diesem Augenblick an die Box gekommen, die Kamera bleibt aber bei Jody Scheckter. Rosberg als 4. Box, damit jetzt Pironi 4., Piquet 5. und Jochen Maas 6. Und in der Bildmitte immer noch der ausgeschiedene McLaren von John Watson. Die Differenz zwischen Villeneuve und Jones bleibt konstant, 2,7 Sekunden, jetzt schon seit ungefähr 6-7 Runden. Vielleicht bringt Jody Scheckter noch Spannung in dieses Rennen durch seine Aufholjagd. Derzeitiger Rückstand 26,9 Sekunden. Das heißt, der Rückstand von Scheckter ist nicht geringer, sondern größer geworden. Größer um 2 Sekunden. Jones zwingt Gilles Villeneuve schneller zu fahren. Von Scheckter 27,5 Sekunden. Ist also wieder um ein paar Zehntel größer geworden. Wieder der führende Villeneuve.
blau-weiße Ligier von Jacques X. Sie wissen, X ist der Platzhalter für Patrick Depailler im Team von Ligier, solange bis der Franzose wieder einsatzbereit sein wird. Sicher noch nicht in Monza und wahrscheinlich auch noch nicht in Übersee. Das heißt, dass Patrick Depailler um seinen Ligier-Vertrag fürs nächste Jahr bangen muss und Ligier verhandelt derzeit auch tatsächlich mit einigen Piloten. Unter anderem Didier Pironi von Pirelli. Pironi liegt an vierter Stelle. Zwischen Villeneuve und Jones der überrundete Jacques X. Sieger in einem der drei berühmten Regenrennen von Sandford. Die anderen beiden waren 1968. Jackie Stewart im strömenden Regen. Der erste Grand Prix-Sieg für den Tyrrell Matra. Und 1975 der erste Grand Prix-Sieg für James Hunt. Damals auf McLaren. Niki Lauda war Zweiter. Jacques Lafitte hat angegriffen und den deutschen Jochen Maas überholt. Lafitte jetzt Sechster, Maas Siebenter und nur noch diese Sieben in der gleichen Runde. Erster also Villeneuve, hier Bill. Zweiter Jones, Dritter Scheckter, Vierter Pironi, Fünfter Piquet, Sechster Lafitte und Siebenter Maas. Eine Runde zurück, Achter X, Neunter Rebacke, Zehnter De Angelis. Also noch im Rennen, jetzt etwa bei halber Distanz im Grand Prix von Holland. 14 ausgeschieden, unter ihnen auch Weltmeister und Vorjahrsieger Mario Andretti. Grund für den Ausfall des Lotus, ein Ölverlust. Australier Alan Jones. Der Williams liegt recht unruhig, das haben Sie hier deutlich sehen können. Der Grund ist der, dass in Sandford immer wieder der feine Dünensand auf die Piste geweht wird. Das macht es natürlich extrem rutschig für den Fahrer. Dazu kommt klarerweise noch der Gummiabrieb und natürlich auch die Ölspuren, die immer wieder sich zu dieser Distanz etwa auf die Piste gelegt. Bei Alan Jones muss man natürlich dazu rechnen, dass er ja mit dem Ersatzwagen fährt. Er ist kurz vor dem Start noch umgestiegen von seinem eigentlichen Rennfahrzeug auf den Ersatzwagen. Das war genau das gleiche Modell, ein FW07, das Erfolgsmodell also der letzten drei Grand Prix Rennen. Aber dieser Wagen war doch nicht ganz so abgestimmt offensichtlich wie das Rennfahrzeug. Die Mechaniker hatten zwischen dem Aufwärmtraining heute Mittag und dem Start des Rennens nur etwas mehr als eine Stunde. Mittlerweile zweiter Boxenstopp für den Finnen Keke Rosberg, der sich so lange bis zur 25. Runde vor Jody Scheckter an vierter Stelle gehalten hat.
eintreten, dann wird Villeneuve mit Sicherheit Schwierigkeiten mit den Reifen bekommen, weil durch dieses kurz stillstehende Rad, durch das Blockieren der Bremsen, wird immer wieder ein Stück des Reifengummis sozusagen abgehobelt und der Reifen ist dann nicht mehr absolut rund, sondern bekommt sozusagen eine gerade Fläche. Er wird etwas eckig. Das erzeugt Vibrationen, die sich klarerweise über die Lenkung übertragen. Die nächsten Runden werden uns also zeigen, ob Villeneuve in ernsten Schwierigkeiten ist oder ob er sich nur einmal kurz verbremst hat. Kein Zweifel, dass Alan Jones gesehen hat, in welchen Schwierigkeiten Villeneuve gewesen ist. Kurz im Bild hatten Sie das Duell zwischen Piquet und Lafitte. Lafitte hat sich mit einigen sehr schnellen Runden ganz knapp an Nelson Piquet herangeschoben. Und Villeneuve wird jetzt bald Jochen Maas überrunden. Spannend also in den nächsten Runden der Kampf um die Führung zwischen Villeneuve und Jones und um den fünften Platz zwischen Piquet und Lafitte. Jody Scheckter ist ein mehr oder minder alleinfahrender Dritter, 26 Sekunden hinter Jones und 21 Sekunden vor Pironi, der Vierter ist. Es war die erste Marke, die heuer drei Grand Prix Rennen hintereinander gewinnen konnte. Mehr als zwei Siege hintereinander hat aber noch kein Fahrer geschafft. Die zwei Siege von Villeneuve, Scheckter, Lafitte und Jones bis jetzt. In der 40. Runde war es soweit. Jacques Lafitte an fünfter Stelle hat Nelson Piquet im Breffem Alpha auf den 6. Platz verdrängt. Wir sehen gleich die Überrundung von Jochen Maas durch Gilles Villeneuve. Hinter den Boxen in der Haarnadelkurve. Die sauberste Linie, das hat man jetzt bei Villeneuve deutlich gesehen, ist an dieser Stelle immer die schnellste. Und wieder voll beschleunigen jetzt dritter, vierter und fünfter Gang. Der Rundenschnitt in Sandford im Training knapp über 200 Kilometer pro Stunde, im Rennen sicherlich etwas darunter. Jochen Maas zwischen Villeneuve und Jones. Maas mit einer Runde Rückstand an der 7. Stelle. Teamkollege Patrese hatte einen Unfall. Maas hat für nächstes Jahr für Eros bereits wieder unterschrieben. Patrese noch nicht, er wird möglicherweise Nachfolger von Niki Lauda bei Breitheim. Auch diese Reihung ist nicht mehr richtig. Fünfter ist seit zwei Runden Lafitte und sechster Piquet. Ich glaube, Elio De Angelis ist das, der da aus seinem Auto steigt. Der Wagen, der schon im Mittagstraining einen Halbachsenbruch gehabt hat, damit haben drei Teams bereits beide Autos in diesem Rennen verloren, und zwar Renault, Shadow, Lotus, ja, und McLaren auch. Das ist die Panorama-Schikane.
Sie sehen, wie weit sich das Feld der Wagen bereits auseinandergezogen hat. Kaum Zweikämpfe in diesem Grand Prix von Holland. Wieder hat Villeneuve Bremsschwierigkeiten gehabt. Noch 2,03 Sekunden zwischen Villeneuve und Jones. Villeneuve muss jetzt in den letzten 30 Runden sehr auf seine Reifen aufpassen. Jetzt wird Villeneuve Nelson Piquet gleich überrunden. Piquet, der von Bernie Ecclestone ja schon als die große Nummer 1 von Brabham im nächsten Jahr aufgebaut wird, auch wenn man den Eindruck hier in Zandvoort bekommen hat, dass es Bernie Ecclestone eigentlich recht angenehm wäre, würde Niki Lauda in seinem Team bleiben. Entscheidung offiziell, wie gesagt, noch nicht gefallen, erst nach Monza. Komma 8 Sekunden zwischen Villeneuve und Jones in der 44. Runde. Jetzt hat auch Alan Jones überrundet. Als relativer Newcomer im Grand Prix-Sport wie Piquet macht man sich natürlich bei den arrivierten Piloten beliebt, wenn man beim Überrunden zur Seite gleitet und Platz macht. Es wäre ja auch sinnlos, schnellere Fahrer aufzuhalten. Immerhin Piquet in seiner ersten Grand Prix-Saison wieder einmal seinen ersten Weltmeisterschaftspunkt vor Augen. Das war schon in Dijon und in Hockenheim so, aber dann hatte Piquet immer wieder Defekte. An der Box Hector Rebacque, zuletzt an 9. Stelle gelegen, der mexikanische Privatfahrer. Nach der Überrundung von Piquet nur noch 5 Autos in der gleichen Runde. Villeneuve, Jones, Scheckter, Hironi und Lafitte. 6. dann Piquet, 7. Maas und 8. X. Wenn Rebacque nach seinem Boxenstopp nicht weiter fährt, dann werden auch nur noch diese 8 Fahrer im Rennen bleiben. Größte Ausfallsquote bis jetzt in den Grand Prix-Rennen 1979. In Monte Carlo gab es zwar auch nur 6 Autos im Ziel, aber dort waren nur 20 gestartet. Heute in Zandvoort 24. Die von Jody Scheckter entworfene Schikane wurde passiert. Villeneuve Jones. Panoramakurve. Wieder die Zielkurve, 220 Kilometer pro Stunde. Villeneuve und Jones unmittelbar vor den beiden Jacques Lafitte. 80 Meter der Bremspunkt für die Tarzan-Kurve, zweiter Gang, 160 Kilometer pro Stunde. Dritter, vierter, 180. Hier hat jeder Fahrer eine andere Linie in dieser Haarnadelkurve hinter den Boxen. Bogenholzkurve. Hunzerruck 140, vollbeschleunigen, 4., 5. Gang. Dann zur berühmten Skyflag-Kurve, die im 4. Gang gefahren wird, und zwar ohne, dass der Fahrer bremsen muss. Villeneuve
Chef hat sich gedreht und artistisch hat er den Wagen noch abfangen können. Das war eine unglaubliche Szene jetzt in der 46. Runde im Grand Prix von Holland. Gilles Villeneuve bei voller Fahrt, bei einer Geschwindigkeit von doch über 200 Kilometer pro Stunde, mehrmals gedreht, hat den Wagen abfangen können, ohne an den Leitplanken anzuschlagen. Das war schon eine akrobatische Wagenbeherrschung und die Bestätigung dessen, was Gilles Villeneuve ja immer wieder nachgerühmt wird. Jones ist der neue Führende im Grand Prix von Holland, hat die Führung also jetzt zurückgewonnen, die er schon in der Anfangsphase inne gehabt hat. Ja, die Jody Scheckter-Schikane ist ausgerechnet seinem Teamkollegen bei Ferrari Gilles Villeneuve beinahe zum Verhängnis geworden. Große Frage ist jetzt, ob Villeneuve irgendeinen Defekt an seinem Wagen hat, aber möglicherweise die Schürzen, die Plastikvorhänge an den Seiten des Ferrari beschädigt hat. Das ist ein Defekt, der meistens auftaucht, wenn sich ein Fahrer dreht. Und das war noch einmal die Schikane, in der vorhin der Fastunfall von Gilles Villeneuve, dem Führenden, passiert ist. Noch fährt Villeneuve weiter und noch liegt er an zweiter Stelle. Dritter, Scheckter. Und das ist für die Ferrari-Strategen natürlich besonders interessant. Sekunden zwischen Villeneuve und Scheckter. Jones führt mit rund einer halben Minute und Villeneuve jetzt von der Strecke geraten, an zweiter Stelle liegend. Das war wieder einmal typisch. Villeneuve hat einen Fehler oder einen Defekt gehabt, hat versucht, diesen Dreher wieder gut zu machen. Die Tatsache, dass er vorbeigefahren war, Jody Scheckter hat ihn natürlich nicht gerade glücklich gemacht. Und Sie sehen, dass der Reifen links hinten kaputt ist, ein Defekt, der möglicherweise dadurch entstanden ist, dass sich Villeneuve vorhin in dieser Schikane gedreht hat. Sehr gefährlich, was Villeneuve jetzt macht in dieser 49. Runde. Mit fast voller Geschwindigkeit versucht er, die Boxen zu erreichen, um möglichst schnell den linken Hinterreifen zu wechseln. Gefährlich deshalb, weil Villeneuve ja riskiert, dass er sich dabei Teile der Radaufhängung beschädigt, vielleicht sogar die Halbachse. Noch hält Villeneuve den Wagen auf der Strecke. Jetzt fliegen die letzten Fetzen vom Reifengummi davon. Villeneuve fährt auf der Felge. Die weißen Flaggen der Streckenposten bedeuten ein anderes Fahrzeug in langsamer Fahrt auf der Strecke. Bitte Vorsicht! Skyflag-Kurve, wo ist Villeneuve? Und jetzt geht's einfach nicht mehr schneller. Villeneuve fehlen jetzt noch über 2 Kilometer bis zu den Boxen. Und in diesen dramatischen Augenblicken im Grand Prix von Holland, das ist jetzt die Schikane, in der er sich vor 2 Runden gedreht hat. Sie sehen, dass die Glasfiberteile auf dem Boden schleifen, dass es sogar Funkenschauer gibt. Die Felge ist bereits weggebrochen, Gilles Villeneuve fährt auf 3 Rädern weiter. Die vorgestreckte rechte Hand heißt natürlich aufpassen für die anderen. Die Felge wird gleich endgültig wegbrechen und dann auf der Strecke liegen bleiben als Hindernis für die nachfolgenden Fahrer. Lafitte ist vorbeigekommen.
Gilles Villeneuve Gott sei Dank nur noch ein paar Meter zurückzulegen. Achtung, Boxenstopp am Ferrari-Start Nummer 12, der so lange geführt hat. Ein Glück, dass die Felge noch dran geblieben ist, aber der Defekt ist natürlich derart gravierend, dass an eine Weiterfahrt von Villeneuve nicht mehr zu denken ist. Wenn ich richtig gesehen habe, dann war Villeneuve der Radträger gebrochen. Ja, aller Einsatz von Gilles Villeneuve an der Grenze des Erlaubten, das muss man sagen, war also vergeblich. So eine sehr gefährliche Situation zwischen der 47. und 50. Runde. Sind wir froh, dass nichts passiert ist, dass nicht zum Beispiel die Felge gerade in dem Moment weggebrochen ist, als ein anderer Fahrer vorbeifahren wollte. Elton Jones ist ein ungefährdeter Führender. Zweiter Scheckter, dritter Pironi, vierter Lafitte. Mehr sind es nicht mehr in der gleichen Runde. Fünfter Piquet, sechster Maas, siebenter X. Und an die achte Stelle zurückgefallen war während der langen, langen letzten Runde Gilles Villeneuve. In den letzten Minuten ist Gilles Villeneuve also nicht nur ein möglicher Sieg im Großen Preis von Holland und die Weltmeisterschaftsführung davon geschwommen, sondern möglicherweise auch die ganze Weltmeisterschaft. Denn bei der Endabrechnung Anfang Oktober in Watkins Glen könnten Villeneuve vielleicht gerade die Punkte von heute fehlen. Runde, 24 Runden noch zu fahren. Elton Jones hat Lafitte überrundet. Lafitte ist Vierter. Scheckter und Lafitte sind mit Villeneuve als einen Weltmeisterschaftsrivalen losgeworden. Scheckter bekäme heute 6 Punkte dazu, Lafitte 3. Das heißt, der Vorsprung von Scheckter auf Lafitte würde wieder auf 9 Punkte anwachsen. Langsamer wird Didier Pironi mit dem Tyrrell, der an dritter Stelle lag. Das ist der modifizierte Tyrrell. Ich habe es Ihnen gesagt, Hinterradbremsen jetzt außen, neue Hinterradaufhängung. Wo lag Pironi? An der dritten Stelle. Ja, damit nur noch 2 Autos in einer Runde. Der führende Jones und sein erster Verfolger Jody Scheckter. Dritter bereits überrundet Lafitte. Vierter Piquet. Fünfter Maas. Sechster X. Und siebenter der an den Boxen gewesene Hector Rebacke. Mehr sind nicht mehr im Rennen. Das holländische Fernsehen bereit zu einem Interview mit Gilles Villeneuve. Es war fantastisch, was du gemacht hast, sagt der Sprecher. Was ist passiert? Seit 5 Runden übersteuern in rechten Kurven. Hat Reifenluft verloren, der Reifen ist immer weiter hinuntergegangen. Dann der Dreher in der Schikane. Frage, warum bist du nicht auf der Strecke stehen geblieben? Kurze und bündige Antwort von Villeneuve. Er sagt, wenn ich nicht an die Boxen gefahren wäre, dann hätte ich ja dort bleiben müssen. Ich weiß trotzdem nicht, ob es das Risiko gerechtfertigt hat.
diese schleichenden Patschen, wie man im Grand Prix-Sport sagt, diese langsamen Reifendefekte sind gefährlich. Das hat man durch den Dreher von Villeneuve in der Schikane gesehen. Ich darf Sie erinnern, Elton Jones hat vor einem Monat auf dem Hockenheimring gewonnen, obwohl auch er Reifenluft verloren hat. 3 Minuten nach dem Ende des Rennens stand der Siegerwagen damals mit einem Plattfuß da. Elton Jones hat gewonnen mit nur noch 0,2 oder 0,3 Atü. Das ist ein Reifendruck, bei dem wahrscheinlich kaum ein Personenwagen mehr fahren würde. Vorsprung von Elton Jones, 40 Sekunden. Wenn die Williams-Wagen gewinnen, dann immer mit Rekordvorsprüngen. 40 Sekunden war schon in Sandwich der Vorsprung von Elton Jones. Damals war der zweite allerdings nicht Scheckter, sondern Villeneuve. Noch zu fahren. Elton Jones wird einen bequemen Grand Prix-Sieg nach Hause fahren, denn er könnte ab sofort jede Runde um 2 Sekunden langsamer fahren als Scheckter und er würde trotzdem noch gewinnen. 40 Sekunden Vorsprung und nur noch 20 Runden. Regie ein bisschen drunter und drüber heute in Sandford. Allerdings glaube ich, dass es der Regisseur nicht einfach hat, denn es fahren ja nur noch 6 Autos. Der Rückstand des 7. Hector Rebacki ist bereits auf 5 Runden angewachsen. Ja, Helmut Marko, der als ehemaliger Grand Prix-Fahrer das Risiko in diesem Sport natürlich genau kennt, war jetzt unten in der Ferrari-Box und hat sich mit Gilles Villeneuve unterhalten. Villeneuve hat ihm sicherlich einige Dinge erzählt, die vorhin in der Eurovisionsübertragung nicht zu hören waren. Bitte. Ja, es geht, glaube ich, hier in erster Linie darum, ob das Rückfahren ohne Reifen an die Box noch verantwortlich war und vor allem das Tempo, das Gilles Villeneuve dabei an den Tag gelegt hat. Es ist ja, der Radträger ist dadurch gebrochen, dass Villeneuve viel zu schnell in die Schikane hinein ist, als bereits der Reifen herunter war und dadurch natürlich die Felge samt Radträger weggebrochen ist. Villeneuve selbst meint, er hat noch eine Chance gesehen, in die WM-Punkte zu kommen. Er konnte ja nicht wissen, dass die Radabhängung auch schon gebrochen ist und deshalb versuchte er, noch an die Box zu kommen. Ich glaube also, abgesehen vom Tempo, muss man aber sagen, dass in einer solchen Situation das nicht mehr verantwortbar war, da ja jederzeit Teile dieses havarierten Fahrzeuges irgendwo mitten auf der Strecke hätten liegen bleiben können und somit seine Fahrerkollegen gefährdet hätten werden können. Ich weiß nicht, ob Sie es am Bild gesehen haben, Pironi drehte sich in der Schikane und somit ist das eines der ausfallreichsten Rennen dieser Saison. Jacques X ist gerade an Start und Ziel vorbeigefahren, er liegt an 6. Stelle. Jones, Scheckter, Lafitte, Piquet, Maas und X, die ersten 6. 7. Hector Rebacke mit einigen Runden Rückstand bereits. Left, das heißt sinnigerweise die noch übrig gebliebenen Autos. Erster Jones auf Williams, 2. Scheckter auf Ferrari, 3. Lafitte auf Ligier, 4. Piquet auf Brabham Alpha, 5.
Jochen Maas auf Eros, sechster Jacques X auf Ligier. Und an der siebten Stelle, wie gesagt, der mexikanische Privatfahrer Hector Rebaque auf Lotus, nachdem beide Berg-Lotus ausgeschieden sind. Reutemann durch Kollision und Weltmeister Andretti durch Ölverlust. Damit ist Andretti nicht nur seit genau einem Jahr, seit Zandvoort 1978 ohne Sieg, sondern seit dem ersten Europarennen dieses Jahres, seit Jarama, auch ohne Punkte und nicht mehr im Ziel. Reutemann war wenigstens in Silverstone noch Achter und hat in Monte Carlo seine letzten Punkte für Lotus geholt, gleichfalls als Dritter. Scheckters Rückstand 45 Sekunden, das heißt Scheckter begnügt sich jetzt mit einem sicheren zweiten Platz hinter Alan Jones mit 6 Punkten für die Weltmeisterschaft, anstatt auch diese 6 Punkte jetzt aufs Spiel zu setzen, wie vor ihm Gilles Villeneuve. Vielleicht erinnern Sie sich an ähnliche Rennen, in denen der führende Wagen oder einer der ersten zwei Wagen Reifendefekte erlitten hat und der Fahrer es trotzdem noch geschafft hat, das Auto zurückzubringen an die Box. Niki Lauda war das 1974 im Großen Preis von England. Er hat damals geführt, hatte auf der Strecke einen Reifenschaden, ist dann wesentlich langsamer und wesentlich vernünftiger als heute Villeneuve an die Box gefahren und hat dort noch den Reifen wechseln können. Ähnlich war es am Nürburgring 1975. Lauda hat damals geführt, hatte einen Reifenschaden, ist, ich glaube, 8 Kilometer mit einem defekten Reifen an die Box gekommen und immerhin noch Dritter geworden hinter Reutemann und Lafitte. Für Reutemann war das übrigens damals der letzte Sieg mit einem Brabham Ford und im nächsten Jahr gibt es ja wieder einen Brabham Ford. Sicher für Piquet, möglicherweise auch wieder für Reutemann. Ricardo Patrese, ein ähnlich junger Fahrer wie Villeneuve, hatte voriges Jahr im englischen Grand Prix eine ähnliche Situation. Auch er viel zu schnell damals an die Box gefahren. Und aus dem ursprünglichen Reifenschaden wurde dann ein totaler Defekt. Wenn Alan Jones nichts mehr passiert, wird er der erste sein, der in diesem Jahr 3 Grand Prix-Rennen gewinnt. Und es passt völlig zum Bild dieser irgendwie verkorksten Weltmeisterschaftssaison, dass Alan Jones trotzdem keine Chance hat, heuer Weltmeister zu werden. Der Grund sind die Streichergebnisse und das neue Reglement. Jones kann maximal 40 Punkte machen. Er hat in der ersten Saisonhälfte nur 4-mal gepunktet, also 4 Punkte erzielt. Pro Saisonhälfte werden 4 Ergebnisse gewertet, 4x9 ist 36. Wenn Jones also heute und dann noch einmal gewinnt, Monza, Montreal oder Watkins Glen, käme er auf diese 40 Punkte. Jody Scheckter aber hat bereits 38 und wenn er heute seinen zweiten Platz behält, 38 plus 6, hat er 44. Das heißt, er ist bereits 4 Punkte über dem Maximum, das Alan Jones überhaupt erreichen kann. Boxenstopp von Hector Rebaque
war ein Reifenschaden links hinten, also genau wie bei Gilles Villeneuve. Alan Jones fährt vor dem überrundeten Lafitte. Jones ist erster, Lafitte dritter. Der Vorsprung von Jones ist wieder größer geworden. Und jetzt muss man sich fast schon fürchten, dass von den noch fahrenden 7 Autos noch ein oder andere stehen bleiben wird. Denn Jochen Maas, das war jetzt deutlich zu hören, hat Zündaussetzer. Lafitte hat sich zurückgerundet. Lafitte also jetzt in der gleichen Runde wie Jones, aber unverändert Dritter und mit einem Rückstand von fast oder nahezu einer Runde. Das sind in Zandvoort immerhin über 1,20 Minuten, also 80 Sekunden. Runde zu fahren, noch 13 Runden in Zandvoort. Ich glaube nicht, dass Jones irgendwelche Probleme hat. Vorsprung von über 40 Sekunden auf Scheckter. Andererseits ist auch nicht zu verstehen, warum Lafitte plötzlich aufs Tempo drücken sollte, denn Jody Scheckter ist für ihn praktisch uneinholbar. 25 Sekunden liegt der Ferrari vor Lafitte. Im Windschatten von Lafitte kann Alan Jones natürlich jetzt Benzin sparen. Was macht ein führender Mann in einem Grand Prix, wenn so kurz vor Schluss noch 12 Runden zu fahren, so überlegen führt? Er versucht natürlich, das Auto auf Händen gleichsam ins Ziel zu tragen, so wenig wie nur möglich zu beanspruchen. Man bremst früher, man gibt später Gas in den Kurven, um die Reifen zu schonen. Und man fährt in den allerletzten Runden dann die meisten Kurven um einen Gang höher als davor, einfach um den Motor zu schonen. Ja, Jochen Maas hat die angekündigten Probleme. Er wurde bereits von Jackie X überholt. Maas jetzt wieder Sechster, X Fünfter. Jackie X hat 1971 hier ein Regenrennen gewonnen, bei dem ein einmaliger Rekord aufgestellt wurde. 13 Autos damals am Start, strömender Regen und trotzdem alle 13 Autos im Ziel, nicht ein einziger Ausfall. Heute fast das Gegenteil in diesem Grand Prix von Holland 1979. Der Vorsprung von Alan Jones, auch wenn er mittlerweile auf der Straße Lafitte hat passieren lassen, auf Jody Scheckter ist gleich geblieben, 41,6 Sekunden. Runden noch. Jones könnte also fast 4 Sekunden pro Runde nachlassen und wäre trotzdem Sieger vor Scheckter. Vielleicht denkt Alan Jones wirklich ans Benzin sparen, denn die Distanz ist lang, 316,95 Kilometer. Jeder Grand Prix über 300 Kilometer Distanz könnte Schwierigkeiten mit dem Benzin heraufbeschwören. Typische Beispiele sind Watkins Glen, Silverstone und vielleicht auch heute Zandvoort. Der bestgehüteten Geheimnisse im Grand Prix-Sport ist momentan eine neue Tankregel für das nächste Jahr. Und zwar will Bernie Ecclestone Konstrukteursvereinigung den Tankinhalt herabsetzen. Man will das Limit verringern. Man möchte also damit, das ist recht klar zu durchschauen, die Turbomotoren aus der Formel 1 verbannen. Es gibt 5 stimmberechtigte Mitglieder in dieser Konstrukteursvereinigung. Ferrari, Lotus, Brabham, Tyrrell und McLaren.
Interessant, dass sich Ferrari und Lotus-Chef Colin Chapman gegen eine Herabsetzung des Tankvolumens ausgesprochen haben, was also ahnen lässt, dass Ferrari intensiver, als es zugegeben wird, an einem Turbomotor fürs nächste Jahr arbeitet. Was die Vermutung auslöst, dass Colin Chapman bereits so mit Cosworth zusammenarbeitet, dass er möglicherweise wieder einmal den ersten revolutionären neuen Cosworth-Motor bekommt, einen Cosworth-Turbomotor. Dagegen sind Ecclestone und Tyrrell. In den Teams Brabham und Tyrrell denkt man nicht an einen Turbomotor. Ja, und das große Fragezeichen ist Teddy Meyer, der Teamchef von McLaren. An seiner Entscheidung könnte es also liegen, ob der Turbomotor aus der Formel 1 verbannt wird im nächsten Jahr, also im nächsten Jahr indirekt und im übernächsten dann direkt oder nicht. Von Alan Jones über 40 Sekunden. Nicht nur die Siege, sondern vor allem die überlegenen Siege von Williams haben ja in der Formel 1 einige Neidgefühle ausgelöst. Die letzte Reaktion war nach dem Österreich Grand Prix Zeltweg, dass die technischen Kommissäre von der CSI, und zwar der Schweizer Schild und der deutsche Schmitz, eine Überprüfung des Motors angeordnet haben. Der Motor wurde ausgelittert im Williams-Werk in England, 3 Tage nach dem Grand Prix von Österreich. Das erwartete Ergebnis, der Wagen ist legal. Der Motor stimmt, Kapazität nicht mehr als 3 Liter. Und die Siegeserie der weiß-grünen Williams-Wagen, die mit arabischen Gelder gesponsert werden, wird langsam unheimlich. Regazzoni in Silverstone, Jones in Hockenheim und Zeltweg. Und heute fehlen ihm nur noch 9 Runden zum 3. Sieg hintereinander in Zandvoort auf dem Dünenkurs von Holland. Lassen sich die arabischen Sponsors das Williams-Team kosten, ziemlich genau 37,5 Millionen Schilling im Jahr. Nächstes Jahr wird um 20% erhöht. Interessant, dass die gleichen Sponsors vor 2 Jahren Walter Wolf angeboten wurden. Wolf hat damals Nein gesagt, er wollte keine Sponsors auf seinem eigenen Rennwagen haben. Das war die große Chance für Frank Williams. Die 68. Runde. Im Bild Nelson Piquet mit dem Brabham Alpha liegt an 4. Stelle. Wäre auch irgendwie paradox, wenn der Brabham Alpha ausgerechnet im ausfallsreichsten Rennen der Saison heute in Zandvoort ins Ziel käme. Es wäre allerdings Nelson Piquet schon lange zu wünschen. 7 Runden noch in Holland. Wenn Jack da durchkommt, dann hat er seine Weltmeisterschaftsführung vielleicht schon entscheidend ausgebaut. Lafitte und Hector Rebacke. Rebacke, wie gesagt, in Monza in 14 Tagen schon mit einem neuen eigenen Auto. Jacques Ix an 5. Stelle. Er war ja schon in Silverstone 6. Das war sein erster Weltmeisterschaftspunkt nach mehr als 3 Jahren. Seit diesem
spanischen Grand Prix 1975 in Barcelona, der abgebrochen werden musste nach dem schweren Unfall von Rolf Stommelen und den Jochen Maas gewonnen hat. Wegen des Abbruchs gab es damals nur halbe Punkte. Kriegs damals statt 6 Punkten auch nur 3. Aber das ist ja mittlerweile längst Rennsportgeschichte geworden. Mittlerweile zerbrechen sich die Konkurrenten die Köpfe über den Grund der Überlegenheit von Williams. In Zeltweg ist etwas Ungeheuerliches passiert, und zwar hat man wenige Minuten vor dem Start einen Mechaniker einer anderen Rennmannschaft, man spricht von Lotus, dabei entdeckt, wie er unter dem Auto, unter dem Ersatzauto von Frank Williams gelegen ist, mit Bleistift, Maßstab, Papier und sich genaue Skizzen gemacht, möglicherweise sogar fotografiert hat. Keine Gegner für die Williams nach dem Ausfall der Renault Turbos, nach dem Problem von Gilles Villeneuve. Und wäre Claire Regazzoni, der zweite Mann im Team von Frank Williams, nicht in die Startkollision mit René Arnoux verwickelt worden, dann würden wahrscheinlich Jones und Regazzoni jetzt einem Williams-Doppelsieg entgegenfahren, genauso wie vor einem Monat in Hockenheim. Alan Jones, der 32-jährige Australier aus Melbourne, hat den Rennsport von der harten Seite kennengelernt. Er hat früher Mobilhomes verkauft, ist dann nach England gekommen, Rennen gefahren, hat sich mühsam nach oben durchgekämpft. Formel 1 hat Alan Jones bei John Surtees angefangen 1975. Sein erster Grand Prix war übrigens dieser Unglücks-Grand Prix von Barcelona, von dem ich vorhin gesprochen habe. Rebacke hat versucht, Maas zu überholen, hat sich aber dann doch überlegt. Es wäre ja auch ein relativ sinnloses Duell, denn Maas, der Sechster ist, und Rebacke, der Siebter ist, liegen 2 Runden auseinander. Nicht nur diese 2-3 Meter auf der Strecke. Nach dem Todessturz von Tom Price in Kyalami 1977 ist dann Alan Jones ins Shadow-Werksteam gekommen. Ja, und dann kam seine große Chance mit Frank Williams. Allerdings hatte Alan Jones vor 2 Jahren auch überraschenderweise damals ein Angebot von Ferrari. Mit den Arrows A1. Maas ist 6. Rebacke Nummer 31, 7. Jacques Lafitte, der an 3. Stelle liegt und weiterhin 4 Weltmeisterschaftspunkten entgegenfährt. Hier sehen Sie die Boxensignale für Hector Rebacke. Für Maas und für den führenden Alan Jones. Zwei Jahre lang hat Alan Jones gebraucht zwischen Zeltweg 1977 und Hockenheim 1979, um endlich wieder einen Grand Prix zu gewinnen. Und jetzt gewinnt er sie hintereinander in 6 Wochen. 3 Grand Prix-Siege für Alan Jones, wenn er die letzten 3 Runden heute in Zandvoort noch schafft. Bei einem Vorsprung
von 31,7 Sekunden auf Jody Scheckter und 50 Sekunden Vorsprung auf Jacques Lafitte. Jones hat Maas ein weiteres Mal überrundet, und zwar das dritte Mal. Der Wind ist mittlerweile wieder heftiger geworden. Es könnte das passieren, wovor man sich in Sanford die ganzen Trainingstage gefürchtet hat, ein plötzlicher Regenguss, ein Abbruch des Rennens, aber in diesem Fall hätten die Fahrer nichts mehr zu befürchten, denn sie bekämen selbstverständlich die vollen Punkte, weil er die Zweidritteldistanz längst schon erfüllt ist, genau gesagt seit der 51. Runde, und wir sind jetzt in der bereits 73. Alan Jones zum vorletzten Mal in der Tarzan-Kurve. Weltmeisterschaftslauf 1979. Ich sage Ihnen noch einmal die Reihenfolge. Erster Alan Jones, Australien, auf Williams Ford, hier in Bild. Zweiter Jody Scheckter, Südafrika, lebt in Monte Carlo, auf Ferrari. Dritter Jacques Lafitte, Frankreich, auf Ligier Ford. Vierter, eine Runde zurück, Nelson Piquet, Brasilien, auf Brepem Alpha. Fünfter Jacques, Belgien, auf Ligier Ford. Sechster Jochen Maas, Deutschland, auf Eros Ford. Rückstand 3 Runden, und an der 7. Stelle mit 6 Runden Rückstand bereits der Mexikaner Hector Rebaque. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir nachher noch haben werden. Weltmeisterschaft stand, wenn es bei diesem Klassement des Rennens bleibt. Scheckter 44, Lafitte 36, Jones 34, Villeneuve 32, Regazzoni 24 und Depailler 20 Punkte. Das hieße 12 Punkte zwischen Scheckter und Villeneuve, 8 Punkte zwischen Scheckter und Lafitte. Alan Jones, wie gesagt, hat auch theoretisch keine Chance mehr, Weltmeister zu werden. Formel 1 Rennen gegeben als diesen heutigen Grand Prix von Holland. Und einige Male schon einen derart überlegenen Sieger in Alan Jones. Der Australier fährt heute seinen 74. Grand Prix und gewinnt zum 4. Mal einen Formel 1 Weltmeisterschaftslauf, zum 3. Mal hintereinander. Dominanz in der Formel 1 geht weiter. Alan Jones, der momentan schnellste Mann im Grand Prix Sport. Und hier sehen Sie einen glücklichen Jody Scheckter. 6 Weltmeisterschaftspunkte für die Scheckter zumindest in der ersten Hälfte dieses Rennens allerdings sehr hart gearbeitet hat. Wo war Scheckter am Beginn des Rennens? Er war nach der 4. Runde erst an 11. Stelle, hat dann Piquet überholt in der 5. Runde, Jochen Maas in der 6. Lafitte in der 7. Dann war der Ausfall von Watson. In der 10. Runde hat Scheckter Jarier überholt. In der 17. Pironi. In der 26. Rosberg. Gleichzeitig kam der Ausfall von Jaboui in der 26. Runde. Und dann der Führungswechsel Villeneuve-Jones in der 47. Und 2 Runden später in der 49. dann dieser Dreher
mit Reifenschaden von Gilles Villeneuve und seither war Alan Jones im Großen Preis von Holland nicht mehr gefährdet. Nelson Piquet ist Vierter geworden, die ersten Weltmeisterschaftspunkte also für diesen jungen und vielversprechenden Brasilianer. X kehrt wieder in den Kreis der Punktegewinner der Formel 1 zurück. Maas hat zum dritten Mal bereits in diesem Jahr einen Punkt geholt. Er war auch schon Sechster in Monte Carlo und Sechster in Hockenheim. Dritter Saisonsieg für Alan Jones. Der dritte, zweite Platz für Jody Scheckter, den Mann, der heuer immer ankommt und nach dem heutigen Grand Prix von Holland eigentlich heißer Favorit ist auf den Gewinn der Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Große Frage, würde Jody Scheckter als Weltmeister abtreten oder weitermachen? Er hat mir gesagt, er würde seinen Vertrag mit Ferrari in jedem Fall erfüllen und dieser Vertrag läuft noch im nächsten Jahr weiter. Der Blick auf die ausgeschiedenen Wagen hier auf den Shadow von Jan Lammers. Meine Damen und Herren, der heutige Grand Prix von Holland ist ohne Verletzte zu Ende gegangen. Das war wahrscheinlich das Wichtigste. Ein relativ spannungsarmes Rennen. Ein verdienter Sieger, Alan Jones, ein früher Ausfall Niki Lauda, der mit verletztem rechten Handgelenk ins Rennen gegangen ist. Einer der vielen Ausfälle auch Jarier mit dem Tyrrell hier im Bild Start Nummer 4. Ich weiß, dass heute noch ein großes Sportprogramm ist mit Leichtathletik und mit Radsport. Meine Damen und Herren, ich verabschiede mich damit von der holländischen Grand Prix Strecke in Zandvoort und gebe zurück nach Wien.